Ja, hallo und herzlich willkommen zurück. Oh, scheiße, der ist ja ein Tor. Nicht gut. Los, hier. So, Eiskristall. War das hier lang? Nö. Mal schauen, wer Zorn der Götter erlernen kann. Tifa? Eris haben wir ja lange. Hallo, ihr Klingen. Ja, die aber seltsam. Und das war's. Und tschüss. So. Beruhigungsmittel. So. Versuchen wir nochmal diese große Weapon, also diese fliegende Weapon, endgültig zu besiegen und dann gehen wir zum. Und dann fliegen wir zum Krater. Ach nee, ich wollte erst gucken wegen PHS, genau. Tifa, kannst du das? Und mal schauen. Ich hab die falsche Person erwischt. Ach Mann. Du vielleicht. Also ich muss mich daran erinnern, dass ich nicht auf die eine Taste drücke, auf der ich gerade gedrückt habe, weil irgendwie... Hat nichts mit mir zu tun. Es hat nichts mit mir zu tun. Ah! Dann Vincent und Sid. Na schau. Hat nichts mit mir zu tun und nicht ich, gibt es jemand anderes. Ach, leck mich. Ach. So, Leviathan, genau. Oder Moment. Zerstörung habe ich voll, dann kann ich ja ein Leviathan, ne? Ne, vorher speichern. Okay. Auf zum, der Weapon, die da herumfliegt. War das hier? Ich muss gucken. Die war irgendwo hier. Nö, hier nicht. Juhu. Weapon. Wir suchen dich, aber finde dich leider nicht. Schade. Hier kann ich ja nicht parken. Da wollte ich noch nicht lang, dann war die hier bestimmt.
Weapon. Ja, was geht? Komm her. Was für eine Kraft, verdammt, glaubst du? Ich gehe einfach so drauf. Wenn nicht, dann gehen wir sofort zum Shredder. Dann fliegen wir. Okay. Ja, können wir nicht. Ja. Entschuldigung, ey. Meine Güte. So, dann ab zum Krater. Hier vielleicht? Dann aber ja, so stark. Sephiroth Energiebarriere ist zusammengebrochen. Sephiroth, ups. Sid, kann das Luftschiff reinkommen? Hä? Er ist mein Pilot, oder? Natürlich kann er überall hin. Stimmt, tut mir leid. Hey, okay, Sid, was jetzt? Moment mal. Hä? Scarlet Hangener, was ist los? Seltsam, ich kann den Präsidenten nicht erreichen. Nicht zum Präsident. Zu Sister Ray. Huch, was ist los, Olivier? Du redest so komisch. Das ist alles unwichtig. Der Ausstoß der Reaktoren nimmt ganz allein von alleine zu. Moment mal. Das wäre unklug. Es muss 3 Stunden abkühlen oder es geht nicht. Das geht nicht, er lässt sich nicht bedienen. Die Maschine ist auf Großrechnerbetrieb umgestellt. Wir können das nicht bedienen. Was ist mit dem Großrechner? Wer? Hey, ruf den Großrechner an. Wie? Warum erteilst du mir Befehle? Ist mir egal, wie ihr es anstellt. Oh Gott. Ja, Hoyo, was ist los? Hahaha, warte nur, Sephiroth. Ich werde dir mehr Marco geben, als dir lieb ist. Hoyo, halt, die Kanone. Nein, Midgar ist in Gefahr. Hahaha, 1 oder 2 Midgars, ein lächerlicher Preis. Hoyo, Hoyo. Zeig's mir, Sephiroth, er ist nah. Ich überschreite die Grenzen des Wissens. In deiner Gegenwart ist die Wissenschaft machtlos. Ich gebe nach, wenn auch ungern. Lass es mich nur sehen. Hey, tu was, du große Katze. Kann der, glaube ich, nicht. Wir sinken. Hoyo macht das alleine. Hä?
Das gefällt mir nicht. Du bist verhaftet, Revier. Jetzt ist es zu spät, um es noch zu verbergen. Könnt ihr den Makoreaktor nicht stoppen? Wir können es nicht stoppen. Bis von Shinra, oder? Warum ist es unmöglich? Wir haben einen langen Weg hinter uns, also versuch jetzt nicht, uns reinzulegen. Ich kann dich nicht zwingen, mir zu vertrauen. Du verdammter Narr. Verstehst du denn gar nichts von dem, was ich sage? Shinra ist mir scheißegal, wenn du ein Mann bist. Nein, wenn du ein Mensch bist, rettest du den Planeten. Liegt dir denn überhaupt nichts daran? Niemals. Wenn wir den Reaktor abschalten, bricht die Hölle aus. Warum kannst du einfach nicht das Ventil schließen? Ja, es ist einfach, die Ventile des Reaktors zu schließen. 29, aber unter dem Reaktor sind Schächte, damit die Energie entweichen kann. Wenn sie einmal offen ist, ist es unmöglich, sie zu schließen, ohne dass alles in die Luft fliegt. Und wir können nicht versuchen, das Ausströmen der Energie zu verhindern. Eine Explosion? Diese Explosion wird viel stärker als die Explosion von Reaktor 1. Verdammt. Vergiss es. Die Kanone. Wir müssen nach Midgard. Das ist das Wichtigste. Muss zuerst Hoyo stoppen. Müsst. Sieht aus, als wäre Cloud und die anderen auf dem Weg. Kommt mir nicht in die Quere. Sei nicht albern. Seit wann erteilst du hier Befehle? Die Friedenstruppe wird alles tun, um den Feind zu schlagen. Wegen denen. Das ist privat. Der Präsident ist tot. Mir redet keiner mehr rein. Heidegger, ich werde die neue Waffe einsetzen. So schön. Was haben die jetzt vor? Hey, warte. Laut alle, es tut mir leid, aber... Aber du wirst kommen, oder? Ich weiß. Hey. Ich überquere euch das Schiff. Ich übergebe euch das Schiff. Ich gehe nach Midgard. Okay, dann wollen wir mal, ne? Midgar. Nee, Midgar war auf der anderen Seite. So, Midgar. Ne? Hier ist Midgar. Okay. Und wir parken hier. Rip. So, und speichern. Nee, Moment. Hä? Soll ich überfliegen, oder? Fliegen wir mal einfach. Ja, so. Wir haben Midgar erreicht. Selbst wenn wir es dahin schaffen, Midgar steht unter Kriegsrecht. Wir schaffen es nie, uns in die Slums zu schleichen. Sieht so aus, als wären alle Verbindungen zu den Slums abgeschnitten. Wozu haben wir die Highwind? Wo sind wir jetzt? Wo sind wir? Wenn nicht zu Land, dann durch die Luft. Okay, wir springen mit Fallschirme über Midgard.